Zum ersten Mal in der Geschichte der Menschheit zeigen wir mit Hilfe modernster bildgebender Verfahren, wie unser Gehirn arbeitet und wie eine Verschmelzung zwischen Gehirn und Maschine entstehen kann. Der spanische Psychologe José Delgado gilt als Pionier elektronischer Hirnimplantate. Er setzte bereits ab den 40er Jahren Affen elektronische Geräte zur Neurostimulation ein und konnte so durch Betätigen seiner Fernbedienung aggressive Primaten in friedfertige verwandeln. Könnten solche Geräte auch eingesetzt werden, um Kriege und andere Gräuel zu vermeiden? Sollten wir einen Streit mit nur einem Knopfdruck beenden können? Um zu verstehen, wie damalige und heutige Hirnimplantate funktionieren, müssen wir die Funktionsweise des Gehirns verstehen. Das Gehirn besteht im Grunde aus weißer und grauer Substanz. Als graue Substanz bezeichnet man Hirnbereiche, die vornehmlich Nervenzellkörper enthalten. Diese Nervenzellkörper kommunizieren untereinander mit Hilfe von Nervenfasern, die durch ihre weiße Farbe als weiße Substanz zu erkennen sind. Gehen wir in das Innere unseres Gehirns und stellen ganz wenige der dort zu findenden Nervenzellkörper als kleine Punkte dar. Diese Nervenzellkörper kommunizieren über die bereits erwähnten Nervenfasern mit Hilfe elektrischer Impulse. Allerdings ist diese Darstellung unglaublich vereinfacht. Nervenzellen besitzen einen Zellkörper mit Zellkern, ein Axon mit Axonhügel und Dendriten mit unglaublich vielen Dornen. Mit Hilfe der Dornen erhält die Nervenzelle Signale von vielen anderen Neuronen. Die Verbindung zwischen dem Dorn und dem Ende eines Axons wird als Synapse bezeichnet. Über die Dendriten gelangen die Aktionspotenziale der anderen Neuronen zum Axonhügel. Überschreitet die Gesamtheit aller eingehenden Aktionspotenziale einen bestimmten Wert, leitet die Nervenzelle ihr Signal mit Hilfe ihrer Nervenfaser an andere Neuronen weiter. Diese Vorgänge geschehen unzählige Male pro Sekunde nicht nur in unserem Gehirn, sondern in unserem gesamten Körper. Für die willentliche Bewegung des Körpers sind zahlreiche Bereiche im Gehirn verantwortlich. Einer der wichtigsten Bereiche ist der Motorkortex. Bestimmte Nervenzellen sind für die Bewegung einzelner Körperteile verantwortlich. Aus diesem Grund muss ein Implantat lediglich an der richtigen Stelle platziert werden, um rudimentäre Bewegungen ausführen zu können. Anschließend kann ein externes Gerät an das Implantat angeschlossen werden. So können Ströme erzeugt werden, die dann den jeweiligen Gehirnbereich stimulieren. Dies führt schließlich zur Bewegung des Körperteils. Statt die Hirnströme zu stimulieren, konzentrieren sich viele Unternehmen vorerst auf das Messen der Hirnströme, zum Beispiel mit Hilfe eines Utah Array, das aus unterschiedlich vielen Nadeln mit Elektroden besteht. Jede einzelne Elektrode ist durch einen dünnen Draht mit einem Verbindungsstück verbunden. Das Verbindungsstück wird in der Regel durch Schrauben fest auf dem Schädel verschraubt. Im oberen Bereich verfügt es über Kontakte, so dass eine Recheneinheit die von den Elektroden aufgenommenen Spannungen abgreifen und verarbeiten kann. Auf die Darstellung von zusätzlichen Kabeln und Elektroden, wie Referenzelektroden, wurde der Einfachheit halber verzichtet. Die Nadeln werden in den Kortex, also die Großhirnrinde, eingesetzt.
Hier sehen wir nur einige der vielen Nervenzellen, die über elektrische Impulse kommunizieren. Eine Elektrode deckt in der Regel einen Bereich von mehreren Neuronen ab. Die von den Elektroden aufgenommenen Spannungen sehen wir hier. Für die Verarbeitung interessant sind oftmals die Aktionspotenziale der Neuronen, die hier als Ausschläge nach unten zu erkennen sind. Heute sind Recheneinheiten in der Lage, die Spannungsspitzen für über 100 Elektroden in Echtzeit zu berechnen und diese drahtlos an eine weitere Verarbeitungseinheit zu senden. Ein Mensch mit Querschnittslähmung muss dann nur darüber nachdenken, seinen Finger zu bewegen. Hierdurch entstehen Muster, die dann durch die Verarbeitungseinheit, beispielsweise in Bewegungen eines Roboterarms, umgesetzt werden können. So kann schließlich ein Roboter mit Hilfe der eigenen Gedanken gesteuert werden. Bei Utah Arrays sind die Elektroden nur an den Spitzen angebracht. Beim Neuralink N1 sind hingegen mehrere Elektroden auf einem ultradünnen Faden angebracht. Ein solcher Faden ist dünner als ein menschliches Haar. Das Gehäuse besteht aus biokompatiblem Material. Darunter befindet sich eine Batterie, die drahtlos in der Nacht geladen werden kann. Die eigentliche Recheneinheit bereitet die von den Elektroden empfangenen Informationen auf und übersendet sie drahtlos an ein Smartphone oder ein anderes Gerät. Die 64 elastischen Fäden, welche insgesamt 1024 Elektroden besitzen, werden von einem Roboter in das Gehirn mikrometergenau eingesetzt. Wenn dieser Vorgang abgeschlossen ist, wird der N1 im Schädel so fixiert, dass dieser von außen nicht mehr zu erkennen ist. Mit Hilfe des N1 ist es möglich, einen Mauszeiger auf einem Bildschirm zu navigieren oder ein Smartphone zu steuern. Aber in naher Zukunft dürfte es möglich sein, Menschen wieder gehen zu lassen. Bei Menschen mit Querschnittslähmung könnten solche Chips helfen, die bei einem Unfall zerstörten Nervenfasern zu überbrücken. Auf diese Weise könnten die Aktionspotenziale des Gehirns wieder zu den Muskeln gelangen. Prothesen werden über Motoren und Sensoren verfügen, die über Chips mit den jeweiligen Gehirnbereichen kommunizieren. So werden in Zukunft Menschen mit Prothesen über unglaubliche Fähigkeiten und Kräfte verfügen. Eine weitere Methode wird von dem Unternehmen Synchron verwendet. Dabei wird durch eine im Hals befindliche Vene mit Hilfe eines Katheters eine Stentrod eingesetzt. Eine solche Stentrod besitzt Elektroden und wird neben dem Motorkortex platziert. Hier sehen wir den blauen Katheter, mit welchem die Stentrod eingesetzt wird. Die Elektroden der Stentrod leiten dann die im Blutgefäß ankommenden Spannungen mithilfe eines Kabels an einen Chip in der Brust weiter. Dieser Chip kann dann die Daten drahtlos an externe Geräte übersenden. Synchron experimentiert ebenso mit Exoskeletten. Die Motoren des Exoskeletts können durch Gedanken gesteuert werden. In Zukunft könnten dann Menschen mit gelähmten Beinen wieder gehen. Werden wir in unserem Wahn von höher, schneller und weiter immer mehr selbst zu einer Maschine?
ersetzen wir Stück für Stück schwaches Fleisch gegen hartes Metall, um stärker und widerstandsfähiger zu sein? Und werden wir uns die Frage stellen, ab wann ist ein Mensch kein Mensch mehr?